Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Ein Spiel von Psygnosis, die es glaube ich inzwischen nicht mehr gibt, aber macht nichts, es ist auch ein altes Spiel für den Amiga, ja. Und es ist ein wahrer Klassiker und erweckt wahre Kindheitserinnerungen in mir. Genau, von DMA Design, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Lemmings, ne? Also das wahre erste Lemmings-Spiel für Amiga wird heute gezockt. Ich kann noch nicht sagen, wie umfangreich dieses Spiel werden wird. Es sind, glaube ich, 60 Levels oder 80 Levels? Ich glaube, 80. Und ja, ich werde im Laufe des Spiels noch ein bisschen was dazu sagen. Selbstverständlich. Und ja, es gibt ein paar Soundprobleme in diesem Spiel leider. Da kommen wir dann später noch zu, werde ich was zu sagen. Erstmal Intro. So sieht's aus. Lemmings in voller Größe. Ja, ich weiß gar nicht, weil ich das erste Mal Lemmings gespielt habe. Da müsste ich wirklich so 4, 5 Jahre alt gewesen sein. Da habe ich dann den Amiga meines Bruders zerpflückt, sozusagen, und habe dann hier Lemmings gesuchtet. Das hier ist unser Mauspfeil in diesem Spiel, eine Hand, eine Lemmings-Hand. Und wir kommen gleich ins Hauptmenü, da erkläre ich euch so ein paar kleine Sachen. Genau, man kann von Prinzip her auch dieses Spiel mit zwei Player spielen, was ganz witzig ist, weil die Lemmings dann ihre Farben praktisch verkehrt rum haben. Also man spielt ja praktisch abwechselnd immer ein Level. Und dann hat man praktisch Lemmings mit blauen Haaren und grünen Klamotten, was sehr, sehr merkwürdig aussieht, aber das ist auch nur im Zwei-Player-Modus so. Und ja, wir spielen gleich den Ein-Player-Modus, was gleichzeitig, ja, der Story-Modus ist, würde man heutzutage sagen. Ich meine, es sind 80 Level. Und immer wenn wir ein Level geschafft haben, bekommen wir ein Passwort. Das könnten wir theoretisch hier eingeben bei New Level. Das wäre so gesehen die Speicherfunktion in dem Spiel. Da ich jetzt hier aber mit einem Amiga-Emulator spiele, kann ich jederzeit speichern, wann ich will. Von daher brauchen wir die Passwortfunktion nicht. Hier könnten wir entscheiden, ob wir die Spielmusik an- oder auslassen. Die Musik ist eigentlich mit das wahre Highlight bei Lemmings, finde ich jedenfalls. Und deswegen lassen wir es auf jeden Fall an. Ist aber leider auch gleich das technische Problem. Denn wie bei Cannon Fodder damals schon, wer das verfolgt hat, das Let's Play, der weiß es, dass immer wenn ich mit der Maus über den Bildschirm fahre hier, dann hakt die Musik im Hintergrund. Was sehr, sehr schade ist, weil die Musik gerade in diesem Spiel wieder super ist. Und es knistert halt immer, wenn ich die Maus bewege. Das ist sehr, sehr schade und deswegen nehme ich jetzt auch meine Audiotonspur schon separat auf mit Outer City. Normalerweise würde ich das bei Emulator-Spielen immer ja, mit aufnehmen gleich in einer Datei. Hier mache ich es jetzt getrennt, um zumindest meine Tonspur nicht mit einem Knistern auch noch zu durchbrechen. Ja, es geht leider nicht anders. Ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich für euch. So, dann haben wir hier die vier Welten, sag ich mal. Also die Welt 1 nennt sich Fun. Das sind wirklich so Level, die sind echt für jeden machbar. Die sind echt Pipifax. Und da lernt man so ein bisschen die Grundfähigkeiten der Lemmings kennen und ja, was die überhaupt alles machen können. Dann kommen wir auf Tricky. Da sind schon so ein paar Level bei, wo man sagt, ja, okay, muss man vielleicht ein bisschen nachdenken, wie man da hinkommt. Danach kommt Taxing oder Taxing. Ich weiß nicht, ich glaube Taxing, ne? Und die sind schon ein bisschen härter. Da kann man schon mal ein bisschen länger dran knabbern. Aber die vierte Stufe, Mayhem, das ist die richtige, wo der Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzieht. Und da habe ich auch als Kind ziemlich lange dran gebrütet. So mittlerweile kenne ich eigentlich ziemlich alle Level noch auswendig, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich die noch groß überlegen muss bei einigen Leveln, vielleicht bei vereinzelten paar. Werden wir mal sehen. Ich kann echt nicht sagen, wie lang das Let's Play werden wird. Ich denke, es sind pro Durchgang, also pro Welt 20 Level, also müssten das 80 Level sein. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Jetzt habe ich euch genug zugetextet. Ich drücke jetzt auf One-Player-Game. Und dann fangen wir mit dem ersten Level an. Das ist ein schönes Ladesymbol, ne? Ein schlafender Lemming mit Zeichen. Ich finde das richtig schön. Haben sie liebevoll gemacht. So, Level 1 Just Dick heißt es. Dann kriegen wir hier so ein paar Informationen.
Hier oben sehen wir einmal das Level in Miniaturausgabe. Hier oben, da kommen die raus, die Lemmings, aus diesem braunen Teil. Und da unten ist das Häuschen, da müssen die Lemmings rein. Ne? Also Lemmings sind so eine kleine, ja, Troll- oder Tierart in diesem Spiel. Und die sind einfach ein bisschen doof. Die gehen einfach nur geradeaus und wir müssen denen Befehle erteilen. Wir kriegen hier eine Angabe, wie viele Lemmings wir in diesem Level haben, nämlich 10 Stück. Und wir müssen 10% davon retten. Also einen. Ne? Also ich werde trotzdem alle retten, aber zeige ich euch dann gleich. Und die Release Rate, das ist die Geschwindigkeit, mit der die Lemmings praktisch aus dem Haus rauskommen. Es gibt auch von 1 bis 100 und je schneller oder langsamer wird dann die halt angezeigt. Und das ist ungefähr die mittlere, die Normalgeschwindigkeit, sage ich mal, mit der sie da rauskommen. 5 Minuten haben wir für den ganzen Kram Zeit und Rating Fun ist halt der Schwierigkeitsgrad. Okay, Level 1 von Welt 1 geht los. Hier unten haben wir eine Anzeige von sämtlichen Fähigkeiten. Das hier ist unsere einzige Fähigkeit, die wir aktuell haben. Und die verpassen wir jetzt jedem Lemming. Hat gut geklappt. Toll. Habe ich jetzt super hingekriegt. So, zack. Und noch einer. Die buddeln jetzt alle fleißig. Gut, die sind auch rein. So, zack. Ja, und dann gehen die jetzt einfach in ihr Häuschen. Und das war auch schon das erste Level. So einfach kann es sein. Wir hätten jetzt hier doch die Möglichkeit, auf Pause zu drücken. Und dann könnte man sich, wenn wir hier auf Pause drücken, das Level in Ruhe hier angucken. Ein bisschen hin und her wandern. Und, ja, die Musik läuft währenddessen weiter, aber halt das Spielgeschehen ist auf Pause. Und hier könnte man praktisch das Ganze beenden. Wenn man sich verbaut hat, drückt man hier drauf, dann Game Over, dann explodieren alle Lemmings. Also man hat unendlich Leben sozusagen, aber, also unendlich Versuche. Aber, ja, ja, Punkt. So, jetzt lassen wir aber weiterlaufen, denn die letzten drei sollen auch noch ins Haus reinkommen und dann bekommen wir gleich unsere Bewertung. Ich mag dieses Sprunggeräusch der Lemmings. Schön. So, erstes Level geschafft. Wir brauchten 10%, wir haben 100% gerettet. Superb! You rescued every Lemming on that level. Can you do it again? Ich denke schon. Und hier haben wir auch gleich den Code für Level Nummer 2. Brauche ich aber jetzt nicht aufschreiben, wie gesagt, denn wir haben ja hier eine Emulator-Version und könnt jederzeit speichern. So. Der erste Part wird wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde lang gehen. Ich bin gespannt, wie viele Level wir schaffen. Und ihr habt das vielleicht eben im Hintergrund schon gehört, dass es ziemlich knarzt, wenn ich leider mit der Maus über den Bildschirm fahre. Was sehr, sehr ärgerlich ist, weil der Soundtrack wirklich genial ist. Und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr an euren Headsets. Ja, ich habe es ein bisschen hin und her probiert. Es klappt eigentlich einfach nicht. Ich krieg's nicht besser hin. Sorry dafür. Only Floaters can survive this. Genau, jetzt kriegen wir nämlich die Möglichkeit des ja, Fallschirmvergebens, sag ich mal. Wieder haben wir 10 Lemmings, 10% müssen gerettet werden, Fallrate ist 50 und 5 Minuten Zeit. Genau das gleiche wie eben. Los geht's. So. Jetzt lernen wir diese Fähigkeit. Jetzt geben wir jedem Lemming, klack, einen Schirm. Dieses Geräusch bestätigt dann, dass wir auch einen wirklich vergeben haben. So. Jeder Lemming kriegt einen Fallschirm. Und zack. Sehr schön. Ich versuche die Maus so wenig wie möglich zu bewegen, dass wir keinen Knarzen in der Musik haben. Das wird später noch schwierig. Aber ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt können wir hier noch ein bisschen gucken. Das Level geht natürlich nach den Seiten links und rechts noch immer noch ein bisschen weiter. Ja, haben wir wieder hingekriegt. Gleicher Text, weil wir haben alles genauso gemacht wie eben. Level 3 steht vor der Tür. Das ist das Spielprinzip von Lemmings. Vielleicht kennt es ja sogar einige von euch noch. Jedenfalls wollte ich unbedingt die Amiga-Version spielen, weil hier doch die alte, coole Musik ist. Und ja, dieses ganze Amiga-Feeling ist halt total dabei. Und ach, herrlich. Es macht Spaß. So, Tailor-Made for Blockers. So, was haben wir? Die gleichen Daten wie bisher. Nee, gar nicht wahr. Entschuldigung. Wir haben 50 Lemmings diesmal. 50 Lemmings in diesem Level. Und 10% müssen gerettet werden. Das sollte auch schaffbar sein. Okay, dann versuchen wir das mal. Diesmal lernen wir diese Fähigkeit. Das sind Blocker. Blocker sagen einfach mal, nee, stopp, hier kommst du nicht rein. Ne? Und dann drehen die Lemmings halt direkt um. Ne? Und ich bin der Meinung, die fallen hier nicht tot. Weil die haben natürlich auch, die können tot fallen, aber ich glaube, das schaffen sie. Ja. Na gut. So. Drei Blocker. Und jetzt können wir das Spielgeschehen beobachten und die Lemmings gehen da ganz normal lang. Leider können wir jetzt diese Blocker nicht retten. Es gibt eine Möglichkeit, die Blocker von ihrem
starren Dasein zu befreien. Das klappt aber nur mit einem kleinen Trick. Und zwar, wenn wir den Boden unter ihren Füßen weggraben. Das klappt später mit anderen Fähigkeiten, die da unten noch sind. Nämlich, ja, ich mach das mal eben, diese drei hier. Der buddelt runter, der buddelt diagonal und der buddelt vertikal. Ne? Nee. Horizontal. Entschuldigung. Der buddelt ja vertikal. Ist doch egal. Scheißegal. So, jedenfalls mit denen können wir unter dem Lemming praktisch durchgraben und dann läuft er weiter, weil er keinen Boden unter den Füßen hat. Das ist ein kleiner Trick. Aber so, wie sie jetzt dastehen, kriegen wir sie dann nicht mehr weg. Es sei denn, wir bomben sie weg mit dieser Bombe. Haben wir aber keine von. Deswegen müssen wir am Ende des Levels leider diese Notbombe hier ziehen. Das ist so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Armageddon-Zeichen. Wenn man da drauf drückt, dann fliegen alle restlichen Lemmings, die sich noch auf dem Bildschirm befinden, in die Luft. Ist ein bisschen makaber, aber nicht zu ändern. So. Man kann das Ganze übrigens auch beschleunigen hier, wie sie aus dem Haus fallen. Hiermit. Dann ist die Fallrate erhöht. Bringt aber nur was beim Rausfallen, also nicht von der Laufgeschwindigkeit, da hat es keinen Einfluss drauf. So, jetzt haben wir hier noch drei übrig und dann, weil wir noch über 3 Minuten Zeit haben und jetzt nicht die ganze Zeit warten wollen, drücken wir hier drauf. Dann sagen sie, oh no, und 5 Sekunden laufen ab. Und sie explodieren. 3 Verluste und trotzdem haben wir 94% gerettet und das ist immer noch super. You totally stormed that level. Let's see if you can storm the next. Also der Text richtet sich immer nach der Prozentzahl. So, das war das dritte Level. Level 4 ist ein Anmarsch. Now use Miners and Climbers. Genau, da haben wir es schon. Climbers, das sind, ja, Kletterlemmings und Miners, das sind, ja, Gräber, sag ich jetzt einfach. Nein, die Gräber hört sich auch doof an. Buddler? Soll ich Buddler sagen? Schaufler? Wie auch ihr wollt. Ich sag jetzt einfach mal, eine Gräber klingt echt doof, ne? Ich sag jetzt Buddler. So, ja, wir haben 10 Lemmings und 100% müssen gerettet werden. Wir dürfen keinen einzigen Lemming verlieren und die Fallrate ist 1. Also die kommen wirklich sehr, sehr langsam aus ihrer Hütte raus. Und wir haben wieder 5 Minuten Zeit. Let's go. Da. Den brauchen wir. Das ist so ein genannter Schrägbuddler. Zack. So, der buddelt jetzt schräg. Wir hatten auch nur einen davon. Aber wir haben 10 Kletterer. Und wir lassen die jetzt mal schneller rauskommen. Na. Shit. Ah, jetzt ein bisschen verbaselt. So. Jetzt kriegen die aber alle einen Krabbler. So, und dann klabbeln. Dann krabbeln die da hoch. Ihr beiden kriegt auch noch einen. Und damit ist das Level eigentlich geschafft. Ja, wunderbar. Ich würde euch jetzt ganz gerne noch ein bisschen links und rechts das Level zeigen, aber ich habe Angst, dass die Musik dann wieder spackt. Deswegen, ich lasse es einfach mal so. Später werden die Level noch viel, viel umfangreicher. Also da muss man wirklich dann fast den ganzen Bildschirm da unten lang krabbeln und lang bauen. Deswegen, das werden wir doch früh genug sehen. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf den kleinen Bildschirm. So, haben wir wieder geschafft. Sehr gut. Und das nächste Level ist im Anmarsch, Level 5. Er muss noch ein bisschen laden hier. So, zack, haben wir hingekriegt. Okay. You need bashers, bashers this time. Und ich glaube, dass es in diesem Level die Lieblingsmusik von der Ashtzahar, von der Steffi gibt. Ja, ich bin der Meinung, ja. Werden wir gleich hören. Wir haben 50 Lemmings, 10% davon sollen gerettet werden. Der Rest ist wie gehabt. Let's go. Genau, das ist die richtige Musik. Und hier dürfen wir nur buddeln, wie man sieht. Nur rechts buddeln. So, ich überlege gerade. Wie konnte man denn nochmal ein bisschen... Achso, wir können einfach nicht so lang schieben. Schnappen uns den nächsten. Zack. Also wir haben 48 Mal buddeln. Das ist eigentlich relativ viel. Wir können das auch ein bisschen auf schneller stellen. Dann fallen die jetzt nämlich schneller raus. Zeige ich euch mal eben kurz. Da, seht ihr das? Jetzt fallen die ziemlich schnell aus dem Häuschen raus. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ich glaube, wir können ja zwar lang buddeln, aber wir machen das immer anders. Zack. Zack. So. Na komm her. Und da reinfallen. Zack. Und dann haben wir da durchgebuddelt. Und jetzt kommen sie schon alle anmarschiert. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Haben wir gut hingekriegt. Ich trinke mal einen Schluck. Habe ich verdient.
kommt noch der letzte Nachzügler angewatschelt. Sehr schön. Und wir müssen 100% haben. Jawohl, haben wir auch. Weil die beiden bringen noch 4%. Richtig. Und hier wird auch immer schon angezeigt, wie viel noch draußen sind und so. Also die Anzeigen, die helfen uns schon ganz gut weiter. Und wir haben wieder alles erreicht, was geht. Das wird nicht so bleiben, glaubt mir. Also gerade in den hinteren Leveln, da werden wir öfter mal viele Verluste haben und gerade so das erreichen, was auch erfordert wird. Aber wie gesagt, das ist die leichteste Schwierigkeitsstufe und das ist alles noch Pillepalle hier. So, a task for blockers and bombers. Genau, jetzt lernen wir nämlich Blocker und Bomber kennen. Wir haben 50 Lemmings und 20% müssen gerettet werden, der Rest bleibt, wie es ist. So, ich könnte jetzt mal ein bisschen klug scheißen oder mal gucken. Na, ich versuche mal was. Ich versuche mal keinen Blocker zu verwenden. Ich nehme direkt die Bomben. So. Der hat jetzt so eine schöne Zahl über dem Kopf und macht gleich Bumm. Jetzt versuche ich mal was. Na. Scheiße. Das war doof. Der kommt jetzt aber hin. Ja. Das habe ich gut gemacht. So. Und jetzt stellen wir auf volle Kanne. Ich mag das Aussehen des Ausgangs hier. Das sieht voll geil aus. So ein bisschen wie so ein Teufel. Allgemein mag ich das Design dieser Art von Level sehr gerne, weil das alles so ein bisschen nach Metall und Feuer und Lava und so aussieht. Das sind so meine Lieblingslevel mit. Also früher als Kind waren sie das auf jeden Fall. Und ich sag euch später, was meine Lieblingsmusik war. Also heutzutage mag ich wirklich jedes Lied. Ich mag die Musik durchgängig. Ach ja, herrlich. Aber mein absolutes Lieblingslied kommt noch. So. Okay. Das war das. So. Builders will help you here. Genau. Jetzt kommt nämlich die Treppenbauer. 50 Lemmings, die Hälfte muss gerettet werden. Ich glaube, wir werden nicht einen einzigen verlieren, wenn ich das richtig sehe. Ja. Gut, dann. Obwohl, ja doch einen. Einen werden wir vielleicht verlieren, je nachdem, was wir kriegen. Wir kriegen nur Treppenbauer. So, passt auf, was der machen kann. Treppenbauer bauen eine Treppe. Aber nur, ich glaube, 10 Stufen oder irgendwie 12. So, passt auf. Achtet auf das Geräusch. Habt ihr das eben gehört? Klack, klack. Dieses Klack-Klack-Geräusch macht er dreimal und dann ist die Treppe alle. Ne? Das ist so. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir müssen jetzt hier mal bauen, um die anderen abzuhalten. Weil der muss erst die Treppe fertig bauen. Bevor die da reinfallen. Da soll keiner reinfallen. So, das sollte reichen. Genau. Und jetzt können sie alle rüber. Ja, das war praktisch nur eine Zeitverzögerung, die ich hier gerade gemacht habe. Weil, hätte ich die jetzt weiterlaufen lassen, wären die alle da unten hier in diesen Bottich reingefallen. Dann hätte ich die ja alle mühselig wieder rausholen müssen mit der Treppe. Und das wollte ich halt eben vermeiden. So. Hier sehen wir, wie das hier mit so einer grünen Glibberflüssigkeit weitergeht. Da ist dann Levelende. Und ja, also schwimmen können unsere Lemmings nicht. Egal, ob das Lava ist oder so Glibberwasser oder normales Wasser. Schwimmen können sie gar nicht. Es gibt natürlich auch noch ein Lemmings 2. Das kam später irgendwann raus. Da gab es dann auch andere Fähigkeiten, die man den Lemmings dann beibringen konnte. Springen zum Beispiel oder irgendwie eine kurze Zeit fliegen. Alles Mögliche. Ich habe Lemmings 2, was übrigens The Tribes heißt, nie wirklich gespielt, weil das war nie so mein Fall. Teil 1 war aber mein Lieblingsteil. Und es gibt noch 2, 3 Ergänzungsspiele. Es gibt noch Oh No More Lemmings. Das ist genau wie dieses hier mit anderen Leveln und die Umgebung ist halt anders. Dann gibt es noch Christmas Lemmings, wo wirklich die Lemmings alle Weihnachtsmannmützen aufhaben. Ich glaube, da gab es nochmal 20 extra Level. Und dann gibt es noch New Year Lemmings. Das gab es dann auch nochmal, so eine kleine Zusatzausgabe, die alle so auf den ersten Teil hier basieren. So. Not as complicated as it looks. Das werden wir sehen. Was sagt denn unsere Zeit eigentlich? Wir sind bei 20 Minuten, haben wir noch Zeit, okay. Dann, ja, gehen wir das mal an. Wir haben 100 Lemmings und 95% sollen gerettet werden, also dürfen wir echt nicht viel verlieren. Und 88 Fallrate, das heißt, die kommen ziemlich schnell raus, die Lemmings. So, pass mal auf, wie wahnsinnig schwierig dieses Level ist. Wir schnappen uns einen Blocker. Und machen so. Ja. Geil, ne? Aber damit gebe ich mich noch nicht zufrieden.
Ich möchte gerne den Blocker retten. Sieht sehr schön aus, ne? So. Jetzt warten wir ab, bis der letzte rausgefallen ist. Mit dem möchte ich versuchen, den Blocker zu retten. Passt auf. Jetzt zeige ich euch, wie man einen Blocker retten kann. Nämlich so. Und zack, da läuft er. So, und jetzt können wir sie beide zurückholen, indem wir aufhören zu graben. So, du gehst auch zurück. Und so kann man den Blocker befreien. Und dann kommt er zurück. Jetzt haben wir tatsächlich 100% gerettet. Die meisten machen das so, Blocker hinsetzen, den Blocker in die Luft jagen und fertig. Aber wenn es gut und leicht machbar ist, dann hole ich gerne die 100%. Und das habe ich jetzt hier auch geschafft. Sehr schön. Passcode kriegen wir und jetzt kommt Level 9. Dann kriegen wir vielleicht im ersten Part die ersten 10 Level fertig. Das ist ja heftig. So, as long as you try your best. Okay. 100 Lemmings, 90% sollen gerettet werden. Fallrate 99, das heißt, die kommen sehr, sehr schnell raus. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren, weil ich glaube, weiß nicht, kriegen wir einen Blocker? Ja. So, das ist schon mal gut. Jetzt lassen wir einen buddeln. Und der buddelt auch. Und das war's auch schon. Level geschafft. Ja, sah sehr schwer aus, ich weiß. Schönes Bild. Diese komischen Viecher da oben und links und rechts, die verletzen uns natürlich. Also die stoßen so eine Art Flamme aus. Da dürfen wir nicht reinrennen. So, jetzt können wir den hier schon mal in die Luft jagen mit einer Bombe. Bis die drin sind, ist der weg. Plopp. Super Timing. Ja, das war doch mal fast Rekordzeit, was ich hier gemacht habe. So schnell geht das. Aber seid gewiss, das wird nicht so einfach bleiben. Okay, dann... Ja komm, weißt du was, wir machen jetzt das 10. Level noch und dann denke ich, haben wir eigentlich einen schönen ersten Part gemacht. 10 Level in einem Part. Smile if you love Lemmings. Ja, so, das ist glaube ich jetzt schon, ist jetzt schon anspruchsvoller, ich überlege gerade. 20 Lemmings haben wir, 50% Fallrate. Quatsch, ja doch auch, aber 50% müssen wir auch retten. So, ich muss mir kurz, ich gucke mal kurz auf Pause. Ich muss mir kurz überlegen. Okay, wir haben, hatten wir 50 Lemmings oder 20? 20, ne? 20 Lemmings. Wie mache ich das jetzt am besten? Warte mal. Okay. Ich gebe jetzt einfach mal alle. Ich bin der Meinung, das waren nur 20 Lemmings. Dann sollte das nämlich reichen. Ich hoffe es jetzt, dass es nur 20 waren. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin echt schlecht. Ja, reicht. Okay. Und den machen wir dood. Sehr schön. Hat doch geklappt. Wunderbest. Plop. Sehr schön. Das haben wir hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Ja, belassen wir es dabei. Ich weiß es gar nicht. Ja, eigentlich könnten wir das. Wir gucken mal kurz ins nächste Level nochmal eben rein, was denn jetzt als nächstes kommt. Zack. Und als nächstes würde uns erwarten, Keep Your Hair on Mr. Lemming. Und dieses Level gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Level 11. Da müssen wir schon ein bisschen mehr tun, aber es ist auch durchaus machbar. Eigentlich sind alle Level machbar, wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht und... wenn man so die einzelnen Fähigkeiten sich verinnerlicht hat. Ich hoffe, euch macht dieses Projekt Spaß und es ist trotz dieser kleinen Soundbugs erträglich für euch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.